zu fett. Bullen, Bullen, nein, Bullen. Nein, ich glaube, die kommen. Bullen. Rausholen. Setz auf und dann fahrt. Moin, Männers. Mahlzeit. Also, wir wollen gleich ein bisschen Lagerinventur machen. Gehen einfach ein bisschen durch. Lagerinventur. Glaub nicht alle wollen. Doch, das ist kein Problem. Aber die inneren Grenzen scheinen dicht zu sein. Ja, ja zum Teil, ne? Ja. Wir müssen ja aber nicht jenseits der Mauer, ne? Ja, nee, was du gesagt haben. Ja. Also sagen wir mal, wenn wir den Van mitnehmen, kriegen wir da 6 Teile rein. Ja. Jeder von uns kriegt ja auch noch was in der Hand. Also wir kriegen locker den ganzen Laden leer geballert. Pro Raub sind das locker 1200 bis 1600 Dollar. Die Frage ist halt so, wenn wir den Laden leer machen, können wir nicht gleich zum Typen da gehen und denen das verscheuern, weißt du? Dann müssen wir irgendwie eine Möglichkeit finden, wie wir das irgendwie, keine Ahnung, wie wir das umgehen können. Hat jemand eine Idee? Lager. Und einen Briefkasten. Wie Lager? Aber dann sind wir halt südlicher, aber einlagern. Ja, einer fährt vor an den Ort und sagt, ob es safe ist oder nicht. Nur mein Lagerhaus kriegst du das noch nicht rein. Ach so. Das nimmt sie nicht an. Das ist schade eigentlich. Ja, dann... Ich würde den Burrito voll machen und dann fährt jemand vor zum Verkäufer und sagt, ob es safe ist oder nicht. Genau, fährt alles ab. Was ist, wenn der hochgenommen wird dann? Ja, was soll er denn? Wenn er nicht dabei ist, genau, eine Person kriegt halt nichts mit. Wie wäre es, den zweiten Van irgendwo hinzustellen mit 2 anderen Autos, irgendwo in Sandy Shores Richtung Wasser da oben und das dazu reinzupacken erstmal? Auch eine Möglichkeit. Mhm. Ja. Auf irgendwelchen offiziellen Parkplätzen, dass es einfach keinen Grund gibt, die abzuschleppen zu lassen bzw. zu durchsuchen. Ja. Einfach da reinzupacken. War eine gute Idee, ja. Dann macht man einen zweiten Raubzug. Und dann zieht man das komplett durch. Das, was man in der Hand hat, das, was im Kofferraum liegt, nimmt diese paar Autos, sonst was. Dann schicken wir den einen vor, ohne Geld in der Tasche, ohne eine Waffe bei sich oder sonst was. Fährt einfach mal zum Typ, sagt den Hallo, fährt weg, guck mal, ob dein Auto kommt, triggert, keine Ahnung. Und wenn da nichts kommt, dann nehmen wir einmal die kompletten Autos, die wir vorher voll gemacht haben vom ersten Raub, plus das, was wir aus dem zweiten Beutezug haben, verkaufen wir alles in einem Schlag. Hier? Ja, ein bisschen cruisen, ne? Ein bisschen cruisen. Ein paar schöne Bikes habt ihr da. Ja, könnte schöner, besser sein. Ja, leider. Ja, mein Gott, eines Tages sicher, ne? Ja, ich hoffe doch. Also davon gehe ich jetzt einfach mal ganz stark aus, dass irgendwann wir auch mal in den Genuss von höherwertigen Shoppern kommen, ne? Ja, von Leute zu wird das schwer. Ein Bike ohne Rost wäre schon mal richtig, ein richtiger Luxus, ja. Stimmt. Na da, Jungs, ne? Dann wünsche ich euch was, ne? Ja, ruhigen Dienst, ne? Ciao. Ciao. Die alle voll, voll, voll. Danke. Jo. Haltet ihr alle eine Maske auf? Mit Ausrufezeichen GTA oder Ausrufezeichen Server. Aber Bewerbungen sind meines Wissens nach sowieso momentan geschlossen. West Highway. Hat jemand geguckt, ob im Westen offen ist? Nee. Wir könnten gucken, wenn er offen ist, können wir auch die Hinterkamera abchecken, ne? Aber offen war keine Polizei. Also ich würde den West Highway in Angriff nehmen. Ja, wenn da oben aber dicht ist, dann nicht. Nee, deshalb fahren wir. Glaube ich nicht, dass er dicht ist. Rüber? Und gucken, ob die Tor offen ist. Ja, Road 68 runterballern bis zum Highway und dann korrekt gucken, ob das Tor offen ist. Und wenn, dann fahren wir noch ein Stück runter und checken ab. Okay? Jo. Warte. Oha, Gemme. Was ist hier? Was ist hier? Was wollt ihr? Riecht mal. Stinkt nach Friedhof. Nee, eher nach Waffenfette, aber fast schon. Hat da jemand geguckt, ob beim Hotel da auch offen ist, da beim Steinbrecher, das Tor?
Weißt nee, das war vorhin zu, ne? Das ist in der Mitte, mein Arm. Das ist im mittleren. Was, ja, was machst du da? Nee, nicht beim. So nicht bei, nicht beim. Das links daneben. Das ist so fick. Da hab ich nicht geguckt. Ach, nee. Das sieht nicht gesund aus. Sonst können wir die Road 60 nicht fahren. Dann müssen wir über den Highway erst rüber. Ja, das ist vollgefressen, sehr geil. Wir haben Zeit. Wir müssen ja. Teil ist ganz vorne links. Ja, der da. Easy, okay, dann folgt mir. Schon episch aus, so, ne? Also so ist ja nicht. Wenn ja so viele Bikes lang cruisen, haben wir schon ein paar Leute zusammengekriegt. Dann bin ich auf die Couch. Ja geil, Alter. Das hört sich gut an. Das hört sich doch sehr gut an. Aber das sieht schon cool aus, so, ne? Also so ist ja nicht. Sieht schon episch aus, wie wir hier unterwegs sind. Holy shit. Oh, das waren geile Bilder. Jetzt sind wir ja südlich der Mauer. Wollen hier einen Job überfallen? Oha. Bin mal gespannt, was die sich ausgedacht haben. Wo wir jetzt hindüsen. Oh Mann. Ich würde gerne mal auf so einem Chopper als Beifahrer sitzen, um dann so diese Cinematic, diese Aufnahmen mal zu sehen, einfach ohne sich aufs Fahren zu konzentrieren. War lauter, ich verstehe dich nicht. Kannst du hier rechts? Wie, du willst? Eine Angsthase, sagt ja der Angsthase. Meine Güte, hör doch erst mal zu. Wir waren doch gerade Cops. Ja, überall sind die! Haltet genug Abstand, damit ihr sofort aufs Bike springen könnt. Ja, ne? Mal bitte mehr Abstand halten. Wir müssen nicht alle nebeneinander. Macht versetzt sonst. Und lasst das Bike an. Ja, es muss mir nur gleich einer ein Paket in die Hand drücken. Ich hab Hausverbot. Was? Muss mir nur gleich einer ein Paket in die Hand drücken. Bei dem Laden habe ich Hausverbot. Ja, ich schmeiß einen Teil in eine Mülltonne dann oder so. Ja. Den siehst du, Prax, den siehst du. So, jetzt tun wir leid, wenn ich nicht okay, so. Check erstmal die Mülltonne ab, alle. Guck erstmal auf das Kofferraum vom. Wenn ich jetzt nicht auf den Chat eingehe, ich versuche das irgendwie ein bisschen für YouTube, ne? Alter Tristan. Mach mal wer hier den. Ich weiß nicht, ob da jetzt Steve ist gut drin. Nice. Ja, das weißt du nämlich doch schon mal, dann könnt ihr reingehen gleich. Ja, dann nimm du das eben raus. Jetzt echt? Hier ist auch noch Energy. Ich hab den Kofferraum aufgemacht. Nice. Sehr gut. Oh, Müsli, Digga. Der Mülltonne war schon mal liebes gut, ne? Mensch, geiler Helm. Danke. Die beiden, ja. Danke, ich stehe auf Helme. Ja, rosa betont deine Kindheit. Also wenn wir jetzt hier weiter vor drauf stehen bleiben wie eine Traube, dann, ne? Nee, ich. Let's go. Ich glaube, das FRB war hier gerade. Wie kommst du da drauf? Oh, okay. Hier rein? Wenn er ja. Ein Dispatch raus hat, dann sag gleich Bescheid. Ja. Okay. Oder hau rein. Wir können wieder gehen. Habt ihr keine Ware? alle so, oh, und drehen sich um. Oh. Belasten. Wir nehmen gleich den Laden hier eine Straße hinter uns. Hier ist leer. Schon wieder nix? Warte. Ich
hat. Alles weg? Okay. Nein, okay. Komm, eines, eins ist noch. Was voll. Alles mehr, kannst du setzen. Okay, wir haben jetzt alles Divis gut in der. Den ganzen Laden leergeräumt. Wir haben was im Van und jeder hat auch noch was in der Hand. Ich bin gespannt, wo sie hinfahren, weil eigentlich stehen unsere Autos woanders. Weiß nicht, ob wir direkt den nächsten Laden überfallen. Oder wie das aussieht. Okay, wir fahren doch zurück. Na, erstmal. Okay. Wir haben ja Autos deponiert. Und da fahren wir jetzt erstmal hin, um den ganzen Diebesgut dahin zu stecken. Damit das halt nicht so auffällig ist, fahren wir hier lang, weil oben in der anderen Richtung, da standen die Cops. Warst du, hau rein. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Scheiße, wir hätten andersrum fahren. Ja, scheiße. Ja, vielleicht denke ich, dass wir hier links. Komm mal, ne? Wir sind gespannt. Auf jeden Fall steht da ein Boot. Wir wissen, warum da ein Boot steht. Ja, parkt so, dass ihr genug Platz haben, alle. Ist leer? Der ist voll hier. Machst du zu? Okay, das ist abgeschlossen. Aura, voll. Klatsch ich denn da immer das? Wie viel Platz? Hat jemand noch was in der Hand? Dann pack das in den Van. Alles in den Van. Dann in den schwarzen. Umso schneller geht das gleich beim Grabben. Verhelfe ich, dass man Diebesgut nicht in die Tasche packen kann. Ich muss mein Bike auf jeden Fall nächstes Wochenende, muss ich mich darum kümmern, das mal zu tunen. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Ich muss die anderen mal fragen, wie viel die bezahlt haben. Nein, dass da alles in die Autos. Alles gut? Ja, wieso? Du bist so ruhig, Mann. Nee, ich hab nur geguckt. Nicht, dass hier jemand angefahren kommt. Während ihr da gerade zugange seid. Trotzdem wirkst du sehr ruhig, Mann. Ach, alles gut. Ich bin nur noch ein bisschen. Hab noch Albträume von Fliesen. Deswegen. Der hat Albträume von Fliesen. Ja, du lachst. Mir kommt gerade eine richtig gute Idee. Aber die hätte ich leider früher umsetzen müssen. Go, 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 go. 80.000 Leute in Raumstiefeln. Jo. Perfekt. Polizei wurde benachrichtigt. Uff! Okay, ein Kasten fuck. Raus. Bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Los, 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 los. Jetzt müsst ihr euch richtig beeilen. Beeilt euch, beeilt euch. Ja, Leute, stellt euch doch nicht. Halt die Fresse. Fuck. Ich bin zu fett. Bullen, Bullen, nein, Bullen. Oh, ich glaub, die nicht Bullen. Rausholen. Setzt auf und dann fahrt. Ja, wir fahren nach oben. Bullen kommen schon, ne? Ja. Eben. Das ist mein Bike! Ja, heute noch, oder? Was machen die denn?
Was macht ihr? Komm her. Ich bin ja gleich fertig. Falsch. Aufsteigen, weg jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt mal langsam Gas geben, Alter. Los. Wir müssen dann alles hier mal üben, ohne Scheiß. Wir standen da nur, die haben Verstärkung gerufen. Die schneiden uns hier den Weg ab. Ja, natürlich, weil wir da so lange wieder warten. Ja, naja, weil irgendwer dann nicht aufs Bike kam und jetzt rechts abbiegen dann. Man hat es hoffentlich nicht gesehen, also wer wir sind. Okay. Ich möchte mit dem Dino nicht geradeaus rüberfahren. Ich hab da schlechte Erfahrung da hinten. Ach Quatsch. Die stehen da bestimmt schon mit Nagelbändern. Ja. Oder nee, die fangen einfach so an auf uns zu schießen. Uff. Oha. Das muss auch geil aussehen, wenn da so 80 Bikes an dir vorbeirasen. Hab ich mir auch gerade gedacht. Oh, Benzin alle. Spaß. Ist das denn erst? Nein. Uff. Ich geh doch nicht unvorbereitet in einen. In eine Aventur. Ja, klar. Ich hoffe nur, der Van kommt hinterher. Boah. Sieht gut aus. Oh, sogar mit Van, Alter. Sex. Bullen hinterher? Ja. Also, okay, achso, die Bullen, das weiß ich nicht. Die Bullen hinterher, wer war der Letzte? Der Van. Alter, wir müssen den ganzen Scheiß mal... Ja, ist jetzt egal, wir müssen jetzt erstmal... Die wissen, dass wir hier sind. Die Kapkarre ist hinterher gefahren, fuhr gerade eben an uns vorbei. Wir verteilen uns komplett, jeder fährt in einer anderen Richtung. Wir treffen uns gleich beim ehemaligen Fischverkäufer unten in der Halle. Pass auf, klar. Dass ihr nicht verfolgt werdet. Ja. Seine Uhrzeit. Warte, ich will mein Bike, werd mein Bike. Hey, Jungs, ich hab dein einfach Bike. Fahren, Leute, ich hau ab. Hier, nur bei mir hattest du gerade einen Platten, deshalb. Okay, jetzt sind wir alle auf uns alleine gestellt. Es gibt nur einen Ausweg, oder? Oh, alles voller Sirenen. Wer ist er denn? Wer sind die denn? Okay, das sorgt für mehr Verwirrung. Perfekt. An der Tankstelle um, da werde ich mich umziehen. Ich habe noch Ersatzklamotten mit, schwarze. Ich hoffe nur, dass sie das mit dem Van hinkriegen. Dass der mitgekommen ist. Beziehungsweise, dass der da wieder rauskommt. Jo. Jo, wo bist du? Ich hab mich umgezogen und fahr jetzt Richtung Stadt gerade. Okay, ja, treffen wir uns vorher nochmal irgendwo? Nicht direkt zum... Wo bist du denn? Ich bin noch oben hier in... Ich bin da an der Brücke quasi, wo du Richtung links Sandy fahren kannst und rechts dazu Dino und so. Hast du mitbekommen, ob der Van raus ist? Pass auf, ein Auto. Nee, hab ich nicht mitbekommen, tatsächlich. Warte mal, was fährt denn da hinter mir? Oh, das ist der Van. Oh, pff. Okay, der Van ist gerade an mir vorbeigefahren. Okay, gut.
Wo ist denn das? Wo treffen wir uns nochmal? Bei da, wo früher der Fischverkäufer war, in dieser alten Halle am Hafen unten im Süden. Ja, was weiß ich, wo der war. Ich komme einfach mal zum Hafen. Ja, links von... Oder wollen wir uns vorher treffen? Dann kann ich dir zeigen, wo das ist. Ja, treffen wir uns einfach an der Kohlefabrik, oder? Was für ein Ding? An der Kohlefabrik. Wo ist das denn? Das ist auch unten im Gewerbegebiet da. Das ist so... Okay, warte, ich muss mal rechts anfangen gleich. Das ist quasi... Auf der Gegenüberseite vom Schmelzer. Kohlefabrik, sagst du? Ja. Gegenüber vom Fluss, vom Bach da. Okay, dann treffen wir uns da an der Einfahrt. Von der Kohlefabrik. Klar. Ja, okay, bis gleich. Weiter jetzt hin, jo. Bis später. Ach, tanken geht noch. Geht noch. Alles easy. Damit komme ich noch ein bisschen voran, auf jeden Fall. Hoffen wir, dass Klaus nicht gecatcht hat. Jo. Weißt du, wo der ehemalige Fischverkäufer ist? Ja. Okay, ihr seid noch nicht da, ne? Nee, ich habe nur auf ich habe hier zwei Leute, okay. Die wissen nämlich nicht, wo das ist. Wir kommen jetzt her. Okay, bis gleich. Jo. Let's go. Da ist er. Gut. Jetzt haben wir ungefähr 2.500 zusammen. Jetzt müssen wir die Scheiße nur noch verkaufen. Ja, wir müssen irgendwie in den Norden wieder zu unserem anderen Van. Und das sollten wir nicht in geschlossener Kolonne machen. Isaac! Ehemaliger Fischverkäufer. Weißt du, wo der noch war? Unten? An dieser langen Lagerhalle? Wo man auch reinfahren kann? Ja, warten mal 2-3 Minuten. Mhm. Uff. Oh, ich hab mir was in der Tasche, ne? Wir haben ja alle was in der Tasche. So wie das. Aber das hat doch bis jetzt reibungslos geklappt, tatsächlich. Ach gut, klar. Zieht sich natürlich jetzt mit dem Bullen ein bisschen in die Zeit, aber wir werden jetzt eigentlich hochgefahren. Haben unsere Ladung verkauft, die Ladung, die wir da eingelagert haben, und das wären 2.500 fast, ja. Ihr müsst nur ein bisschen ruhiger und schneller werden. Ihr müsst mal richtig fahren. Ja. Das Ding ist halt noch ewig, weiß ich nicht, rumdümpeln und dann noch Bikes wechseln. Es ist einfach scheiß drauf, einfach losfahren, so, weißt du? Ja, wenn mein Bike nicht an ist, kann ich nicht losfahren. Was ist denn? Warum lasst ihr euer Bike denn nicht an? Ja, irgendein Idiot hat mein Bike genommen, ist losgefahren und ich saß auf dem Bike, das aus war. Du warst auf meinem Bike. Ja, lass es doch an. Ja, es war an. Das ist doch meins, ja. Ja, okay. Ja, easy. Also, du darfst doch gerne mit mir fahren. Ich wollte schon immer so ein Bike nehmen. Also ich werde mich auf jeden Fall, wenn ich geschnappt werde, absolut kooperativ verhalten, denn ich habe ja sowieso nichts dabei. Ich bin ja alleine unterwegs. Klassiker. Mal das Mundtuch-Vorsichtshalber ab. Wird wahrscheinlich nichts bringen. Ich sag denen das. Okay, cool. So, ich drive dann direkt schon mal durch, ne? Ja, die... Ich würde sagen, die Autos fahren am besten die Route.
Wir haben gerade zwei Läden überfallen und ich spiele jetzt einen Lockvogel, ich habe nichts dabei. Tue jetzt so, als ob ich hier irgendwas verkaufen würde, um zu gucken, ob die hier irgendwo stehen und Wache schieben. Ja, ja, du Fuchs. Siehst du? Jo? Hier ist keiner. Keiner also, da? Abmarsch! Ja. Gib Gas! Go, 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 go! Wir ziehen voll durch, Mann. Ja. Uff. Uff, kommt eine Kolonne angefahren. Uff. Bleib da, bleib da, gar nichts. Okay. Wenn du verkauft hast oder wenn du nichts dabei hast, dann fährst du jetzt Richtung Tor. Und guckst, ob von da was kommt. Du bleibst am Handy dran. Ja. Hast du auch hinterm Stein nochmal geguckt, hier, da wo du jetzt gerade auf zufährst? Fahr mal einen Turn. Ne, steht nichts Sichtbares. Bleib dran, bleib am Handy, du bist am Handy, ne? Ja, ja. Tor hier ist ja sowieso. Ah, nee, ist offen. Okay, Burrito ist weg. Chill, 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 chill. Alles gut, wir haben noch. Wir verkaufen noch, Warum ist der Alteisen? Okay, alles verkauft. Wenn ihr alles verkauft habt, aufsetzen. Das sieht so episch aus von hier hinten. Wir treffen uns in Sandy Shores. Wo da? Warte. Sollen wir hinterherkommen? Da oben. Siehst du was? Ne, ist eine Privatperson. Mitkommen, soll mitkommen. Da, wo wir die Autos einfach geparkt haben, damit wir die erstmal umpacken. Habt ihr alles verkauft? Ja, haben alles verkauft. Okay. Wohl, nee, wir treffen uns beim Club, damit wir die Autos da hinstellen können und die anderen ihre Bikes gleich holen können. Perfekt.